Hallo, wunderschöne Seele. Hallo, wunderschöner Mensch. Und danke, dass du hier bist. Heute möchte ich mit euch ein wenig über das Immunsystem sprechen und wie wir das Immunsystem in diesen Zeiten stärken können. Denn genau das brauchen wir. Und diese Masken, die wir tragen müssen und Ausgangssperren, die wir einhalten müssen, die helfen uns leider nicht dabei, unser Immunsystem zu stärken. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir etwas dafür tun, denn der Staat kümmert sich nicht ganz so sehr darum, dass unsere Basis stabil wird, damit die Erkrankungen auch schrumpfen und absinken können. Denn darum geht es ja. Und so würde ich jetzt an der Stelle des Staats, ja, wenn ich die Krankheit etwas eindämmen möchte und wenn ich Menschen oder die Gesundheit der Menschen fördern möchte, dann würde ich mal wirklich absolut damit anfangen, Produkte herzustellen, die auch wirklich für unsere Gesundheit sind und zugunsten unserer Gesundheit sind. Und damit meine ich beispielsweise vielleicht weniger Zucker zu konsumieren und weniger Zucker zu verwenden in der Produktion der Nahrungsmittel, Lebensmittel. Und das ist ein sehr großes Thema. Denn lasst uns mal überlegen, warum in allem so viel Zucker enthalten ist. Ich meine, Zucker schadet uns sehr. Um es mal ganz offen und ehrlich zu sagen, Zucker ist einer der größten Drogen, die es gibt. Und warum wird diese Droge für jedermann zugänglich gemacht? Da darf jeder seine eigene Meinung haben. Ich habe auch meine eigene. Und Tipp für dich, lass den Zucker weg. Denn Zucker schadet. Zucker fördert nicht deine Gesundheit, nicht dein Wohl, nicht dein Immunsystem. Absolut gar nichts. Außer die Krankheit in dir, die fördert sie. Und die Angst in dir, die fördert Zucker. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir damit aufhören. Vor allem in diesen Zeiten, ja, wo Corona ja überall zu finden ist, ja, oder andere Erkrankungen, es ist natürlich ganz wichtig, dass wir uns um unsere Basis kümmern. Was ist unsere Basis? Wir selbst, genau, so ist es. Und genau deswegen ist es unsere Hauptaufgabe, ja, neben dem, dass wir Masken tragen, ist es unsere Hauptaufgabe, unsere Gesundheit zu fördern, und sie wieder auf Vordermann zu bringen, beziehungsweise falls unsere Gesundheit ja stabil ist, auch diesen Zustand beizubehalten. Ja? Und es gibt ganz viele Methoden, mit denen wir arbeiten können. Ja, nur alleine die Atmung. Ja? Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir bewusst beginnen zu atmen. Warum? Ja, es ist jetzt nicht einfach nur so dahin erzählt oder dahergesagt, sondern es ist ganz, ganz wichtig und essentiell, dass wir unsere Zellen mit frischer, reiner Luft und Energie nähren. Ja, das ist Heilung. Ja, bewusstes Atmen ist Heilung. Und schade, dass diese Information leider von gewissen Menschen oder Vereinen oder Politikern nicht wirklich geteilt wird, aber die Atmung ist essentiell. Ja? Und über die Atmung kannst du dich stabilisieren, du kannst dich regenerieren. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, weil das nichts Externes ist, ja? Sondern du es immer tun kannst und du es sogar immer tust, nur höchstwahrscheinlich nicht immer bewusst. Und es ist ganz wichtig, dass wir beginnen, wirklich bewusst zu atmen, durch die Nase, ja,
Und wir können natürlich auch bewusst durch den Mund atmen. Doch empfiehlt sich natürlich dann auch eine gewisse Atemtechnik. Ja. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, dass unsere Ein- und Ausgänge, ja, all unsere Ein- und Ausgänge reingehalten werden müssen. Das bedeutet, wir müssen uns detoxen, wir müssen uns reinigen, ja, von all den Chemikalien, die in absolut allem sind, was wir käuflich erwerben können. Jeder, der ein bisschen nachdenken möchte und jeder, der gewillt ist, das hier einzusetzen, dieses wunderschöne Gut, was uns Gott gegeben hat, der darf sich selbst die Frage stellen. Ja, warum in allem, was wir käuflich erwerben, warum da so viel Müll, Chemikalien zu finden sind. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch mal beginnen nachzudenken, denn deswegen sind schon viele Kriege geschehen. Also täusche dich nicht, dein Gehirn ist wertvoll, dein Verstand ist wertvoll, nutze ihn. Bitte. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt beginnen nachzudenken und